Hallo, freut mich, dass du mich bei meinen Abenteuern hier in SnowRunner wieder begleitest. Ja, hier ist der Mac Defense mal innen. So, ich habe gerade den zweiten Schiebeplananhänger hinten angehängt. Schiebeplanauflieger, naja, wie auch immer. Ja, und dann geht's los. Den sollen wir abgeben. Einfach die Straße entlang nach unten. Das sollten wir hinkriegen. Hoffe ich doch. So, unsere Federung ist schon oben. Also mehr Bodenfreiheit bekommen wir nicht. Und ja, Winde ist ein Problem. Ja, wir könnten das Differential reinmachen. Die Differentialsperre würde es auch besser gehen. Ja, Winde ist ein Problem, weil wir haben ja den Anhänger hinten dran, also muss es auch ohne gehen. Bisschen schneller vielleicht. Ja, kommen wir. Ah, doch. Ja, vielleicht eher nicht. Bisschen langsamer drehen die Räder nicht so viel durch. Dann sollte es doch passen. Ja, bis jetzt sieht es ganz gut aus. Die Anhänger ziehen wir locker hinterher. Das passt schon. Ich hoffe, wir können das jetzt hier, gechillt wegfahren oder und brauchen nicht ewig lange dafür. Weil dann können wir heute noch was anderes machen. Das hat ja von der Zeit her letztes Mal nicht schon gepasst. Das letzte Mal. Da dachte ich auch, dachte ich nicht, dass es so lange dauert. Wenn es ein paar Minütchen gewesen wären, hätte ich die hinten rangehängt, aber der Weg erweist sich ja dann, hat sich jetzt doch als länger erwiesen und als zeitfressender, wie immer hier in SnowRunner. So, jetzt geht's voran. Fester Untergrund unter den Rädern. Eventuell. So, die Anhänger sind dran, das passt. Und schauen wir mal, ob er nicht im Highgear auch vorankommt. Na, mehr schlecht als recht, aber er kommt voran. Also doch wieder mit Differential, bis wir da oben sind. So, jetzt geht was. Na endlich. Einmal hier rüber und schon stecken wir im nächsten Schlammloch fest. Na super, diesmal machen wir gleich alles rein. Hoffen wir brauchen hier nicht allzu lange durch. Wie gesagt, mit der Winde nachhelfen ist schlecht. Dann muss ich den Anhänger dann immer wieder ein Stück weit hinterherziehen. Also erst den Truck vorziehen, dann den Anhänger nachziehen. Erst den Truck vorziehen, dann den Anhänger nachziehen. Das frisst alles Unmengen Zeit. Und deshalb hoffe ich eigentlich, wir kommen so durch. Zu kämpfen hatte er schon, der Mac. So ein bisschen Wickel-Wickel mit den Vorderrädern. Da geht es dann ein bisschen besser. Okay, jetzt geht's gar nicht mehr. Ich probiere mal was anderes. Ich lasse den einen mal hier stehen. Fahre nur mit dem hier. Und hol den anderen dann einfach nach. Vielleicht geht das schneller, wie wenn ich mich hier durchquäle mit beiden Anhängern hinten dran. So, können wir die Winde da vorne benutzen? Na, wir können den Ast benutzen. Jetzt vielleicht die Winde, jawohl. Da kommen wir ein bisschen besser voran. Müssen wir halt nur einmal zurückfahren und den anderen Anhänger holen. Weil die Winde bis da hinten reicht eh schon nicht mehr. Na, nicht mich da drauf ziehen. So. Eingang niedriger. Wie gesagt, drehen die Räder nicht so durch. Kommen wir besser voran. Hoffentlich zumindest. So, da vorne noch durch die Pfütze durch. Dann kommt erstmal wieder ein Stück Straße. So, ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen wird nichts bringen, nehme ich an. Kommen wir hier so durch. Bis jetzt geht's. Ja, das war's auch schon. So, ich hoffe, der Mac macht nicht solche Sperrenzchen, wenn ich jetzt gleich ohne Anhänger da durchfahre. So wollen wir das nicht haben. Nein, gib mir nicht den Ast, gib mir was anderes. Naja, okay. Nehmen wir doch gleich den. So, raus aus dem Dreck. Und dann einmal den anderen Anhänger noch kurz geholt. Ja, ich sehe schon, das wird wieder eine ewig dauernde Fahrt hier.
Na, Sprit haben wir noch. Wir haben auch noch ein bisschen was auf dem Dach. Das ist schon mal nicht schlecht. So, das muss reichen. Anhänger einmal gelöst. So, und dann erstmal im Rückwärtsgang müssen wir ein bisschen vielleicht hier wenden. Fahren wir vorwärts zurück. Soll doch ein bisschen schneller gehen wie rückwärts. Und dann holen wir jetzt den anderen Anhänger. Eventuell. Oder wir kommen gar nicht mehr durch den Schlamm durch. Ja, auch nicht so prickelnd. Nein, die Winde will ich nicht. Die hält mich nur auf. Entschuldigung. So, doch ein ganz schönes Stück bis da hinten. Hier über die Steine fahren, ob das besser geht. Bin mir nicht so sicher. Beim Rumdrehen müssen wir jetzt hier auch gleich noch. Probleme soll es ja wegen der paar Steinchen keine geben, hoffe ich. Bin da nie so sicher. Ihr wisst ja, die Steine und ich sind keine Freunde. So, einmal hier umdrehen. Wenn wir dann überhaupt irgendwie... Zieh mich mal da hoch. So, und einmal den Rückwärtsgang rein. Mit Differential. Huch, nicht wieder ausmachen. So, reicht das schon? Ich glaube nicht. Bisschen vorwärts. So, das müsste passen. Jawohl, das geht. Und dann wieder auf die andere Seite. Gleich mit Winde. Sonst kommen wir hier gar nicht mehr voran. So, weiter geht's hier nicht. Nein, will ich nicht da. Gibt's hier noch einen anderen Windenpunkt? Gar nicht. Na, prickelnd. Hier stecken wir natürlich jetzt wieder gut fest. Das ist doch... Ach. Ja. Rückwärts vielleicht ein bisschen. Geht auch nicht. Der Anhänger bewegt sich überhaupt nicht. Ja. Ja, hier ein Snowrunner ein paar Mal den gleichen Weg fährt, dann wird's echt happig. Dann wird das echt happig. Ja, ein bisschen nach hinten ziehen. Dann fahren wir wieder links rüber auf die Steine. Dann geht das noch ein bisschen besser da. Oh. Ja, ist gut. Nicht den Anhänger umschmeißen noch. So, irgendwie. So, jetzt haben wir ein bisschen Grip. Dann mal einen Gang höher. Gut, dann sind die Steine die bessere Wahl. Okay, wir fahren gleich hier links weiter. Hoffen, das geht hier. Solange wir nicht komplett hier im schlammigen Wasser absaufen, ist alles gut. Katze verlässt das Zimmer. Gut. Bin ich hier zu laut wieder? Kann sie nicht in Ruhe schlafen? So, wir haben da vorne noch einen Baumstamm. Den nutzen wir dann auch gleich. So, am besten jetzt sofort. Wenn wir ihn denn benötigen. Bis jetzt geht es gerade so. So, gleich haben wir die andere Seite erreicht. Oder auch nicht. Aber, nichtsdestotrotz, wir haben ja das lange Windenseil. Also wir haben die optimierte Winde. Die ist sehr, sehr hilfreich. Sehr zu empfehlen. Okay, ich glaube, das sollte reichen. Jetzt nehmen wir den Anhänger wieder mit und hoffen, dass wir das hinter uns bringen. So wie ich das von zeittechnisch hier sehe, wird es wieder eh wieder nicht für mehr reichen. Habe ich so das Gefühl, so mit 1 schalten wir mal nach hinten.
Also auf dem PC die 1, die Ansicht ändern. Dann können wir hier besser ran. So, den ziehen wir gleich mal ran. So, komm schon. So, ran mit dir. So, ein bisschen Luft lassen wir. Und mit 1 kommt man dann auch in die Cockpit-Ansicht. Und dann mit 1 wieder vorne an LKW. Na dann. So, wir müssen einfach nur den Weg entlang, die Straße runter. Da weiß ich ja immer, weiß ich ja doch als schwieriger jetzt. Aber ich glaube, solche großen schlammigen Ecken oder große schlammigen Löcher kommen jetzt nicht mehr. Also hoffe ich doch. So oft bin ich die Straße hier jetzt noch nicht runtergefahren. So, ich darf den Anhänger nicht vergessen. Ich muss ein bisschen weiter im Bogen fahren. Nicht, dass ich den an den Strommasten da anhänge oder anfahre und mir dann den verkeile oder so. Okay. Ist das hier eine kleine Siedlung? Einfach nur ein paar Baracken. Na gut. So, da werden sich die Arbeiter vom Onkel Fishmore ja freuen. Das muss ja hier ein richtiger Magnat sein. Seiner Konservenfabrik. Alleiniger Arbeitgeber hier in wie heißt das? Nationalpark Nordspitze. Ja, hier wäre es übrigens schön, wenn hier eine Fähre wäre. Wenn sie hier eine Fähre eingebaut haben, das wäre super, weil muss ja immer ganz außen rum. Es gibt keine Verbindung jetzt von hier nach drüben. Also wenn ich jetzt drüben was abgeben will, muss ich... Wow. Dann muss ich ganz wieder den Weg zurück über die Stadt da hinten und wieder ganz auf die andere Seite. Naja, okay. Winch, baby, winch. For the win. Dann geht's halt mit Winde hier durch. Ich dachte, wir können da am Rand eigentlich so mit Schwung durch, aber hat nicht geklappt. So. Was ist hier? Okay, wir müssen weiter die Winde benutzen, sonst geht's nicht. So, komm schon. Zieh mich da hoch, da ist doch fester Boden da oben. Anscheinend nicht. Jetzt haben wir wieder Grip. Sehr gut. So. Oh. Ja, klar, wenn ich die Winde benutze, manchmal bin ich auch, ja. Ach, jetzt komm. Das ist doch in dem grünen Bereich. Oder? Das seht ihr doch genauso. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch echt nicht. Das ist doch im grünen Bereich hier. Warum kann ich den nicht anbinden? Es ist doch wie verhext. Ja, was mache ich jetzt? Wieder zurück in Schlamm oder was? Moment, erstmal vorwärts. Ja, jetzt läuft man dann doch mehr ab, als ich dachte. Okay, wir machen es wieder anders. So, Anhänger lösen. So, mal raus hier aus dem Schlamm. Also das ist hier... Dass es hier so hartnäckig vorangeht. Hätte ich nicht gedacht. Da muss ich jetzt nochmal durch. War so nicht der Plan. Ich dachte eigentlich, wir hätten hier mehr Grip, aber naja. Hätte Fahrradkette, habe ich mich wohl getäuscht. So, jetzt muss es doch aber von der Winde her reichen, oder? Na also, wäre gelacht. So, zieh mich raus, mein Mac Defense. Nicht, nein. Oh, wow. Der war aber knapp. Muss doch diesen Anhänger hier rauskriegen. Komm schon, zieh ihn einfach nach vorne. Okay, der Stein ist nicht mein. Jetzt hänge ich natürlich an dem. Ach ja. So, hier auf dem Rasen haben wir ein bisschen Grip. Ja, auf dem Stein nicht, aber auf dem Rasen schon. Sehr gut. So, hier erstmal auf das Trockene fahren. So, hol den Hänger hier ran.
Welcher vorne, welcher hinten ist, ist ja vollkommen egal. Rückwärts. Wirst du wohl. Oh, ich habe den falschen Gang drin. Da kann es nicht gehen. Das ist wieder hier. So, wieder nach hinten. Nein, nicht da vorne. Ich wollte nach hinten zum Anhänger, danke. Dann kann ich ja besser, ein bisschen besser sehen. So, jetzt aber. Okay. So, wir kommen voran. Den zweiten Hänger ein bisschen ranziehen. So. Die Holzbrücke endlich mal festen Boden unter den Rädern. Ja, das Differential, genau. Mecker du auch noch. Wenn ich es nicht schwer genug hätte, muss das Differential sich noch beschweren. So, da vorne müsste unser Abgabeort sein. Oh nein, nochmal so ein Loch. Kann ich hier irgendwo seitlich durch? Ich probiere es mal hier links. Ich hoffe, das ist nicht zu steil. Nicht meckern, Differential. Ja, ist ja gut. Okay, hier die festen Boden unter den Füßen, wunderbar. So, da ist er. Onkel Fischer. Das ist der Fischmoor persönlich. Sympathischer alter Kerl wie der Weihnachtsmann. So, wir müssen da hinten um die Ecke. Und, na, nicht unter dem Motor unterdrehen. So wollen wir das nicht. So, da sind wir angekommen. So, da hinten rüber. Eigentlich könnte ich den anderen Hänger hier ja stehen lassen. Glaube ich mal. Oder etwa nicht. Na gut, wir werden sehen. Ja, ich lasse den anderen Hänger einfach hier stehen. So, dann fahre ich wieder mal rum ums Eck. Geben einen ab. Und wo der zweite, ob der am gleichen Platz soll oder nicht, weiß ich gar nicht. So, einmal hier rüber. Da liegen die alten Betonplatten rum. So, gib ab das Ding. Na? Wo soll ich den abgeben? Nicht hier? Oh, ich muss mal tanken. Ich sehe gerade, mein Sprit ist fast zu Ende. Reparaturwerkzeug, da ist nicht mehr viel drin. Warum kann ich den Hänger hier nicht abgeben? Moment. Jetzt bin ich überfragt. Wo soll denn der hin? Und da ist einer, der soll hier abgegeben werden, ne? Muss ich zuerst den an... Ich muss zuerst den anderen, okay. Erst den, dann den. Mein Gott, das ist ja aber... Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das ist vollkommen egal. Ja. Wurde wieder eines Besseren belehrt. Das ist nicht egal. Also erst Nummer 1, dann Nummer 2. Ich habe keine Nummern auf den Plananhängern gesehen, deshalb. Na nun gut. So, hole ich den. Dafür wird der Sprit wohl hoffentlich noch reichen. So, und dann schauen wir, wo der andere hin muss. Wahrscheinlich muss ich den wieder irgendwo in der Gegend rumziehen noch. Jetzt wieder, nachdem ich den da hinten hingeparkt habe. So, dunkel wird's auch. Ist das schon zu weit weg? Ach, jetzt hör auf, komm. Tatsächlich. So, jetzt aber. Na also, dann machen wir hier mal das Licht an. Dass wir hier auf der Baustelle noch einen Mitarbeiter erfahren vom Onkel Fisch. Und das wollen wir natürlich nicht. Nicht, dass der Schadensersatz von uns verlangt oder so. So, jetzt aber. Autsch. So. Wo soll der zweite hin? An gleichem Platz. Ja, dann verstehe ich es jetzt wirklich nicht. Warum erst diesen und dann den? Aber nur gut, wir müssen den nicht hier in der Gegend rumkarren. Dann koppeln wir an. So. Jetzt ging's. 840 Erfahrung, 8700 Credits. Wunderbar. Nehmen wir gerne. Puh, schon wieder am Schwitzen hier. Und damit ist diese Aufgabe erledigt. Und ich sehe zeitmäßig, ja,
haben wir wieder die komplette Folge gebraucht für irgendwas, wo ich dachte, ich mache noch was anderes danach, aber hat nicht geklappt. So, dann fahre ich hier noch um die Ecke rum. Und dann würde ich sagen, hier ist er, unser Mac Defense. Ich finde ihn gut, hat bis jetzt gute Dienste geleistet. Naja, gut, mit den Schlammlöchern, klar. Und zwei Anhängern, aber da hätte ein anderer LKW vielleicht auch Probleme gehabt. Und ja, hier an Onkel Fischmors Hafen oder Fischer Konservenfabrik. Ist das die Konservenfabrik? Ja, die Konservenfabrik-Baustelle. Da ist ja hier schon die nächste Mission aufgeploppt. Ja, haben wir auch noch zu erledigen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.